Das ist der Klaus. Klaus ist 30 Jahre alt und stolz, ein Deutscher zu sein. Wenn er Urlaub macht, fliegt er in die Türkei, weil es da so schön billig ist und er die Sau rauslassen kann. Hier in Deutschland mag er die Türken nicht, weil sie keine Kultur haben, sowieso alle kriminell sind und seit dem 11. September sicher auch Terroristen. Das ist Uschi. Uschi ist die Freundin von Klaus und weil sie das noch eine Weile bleiben will, sagt sie nichts und denkt lieber wie Klaus. Beide haben Karten für das Fußballspiel Deutschland-Russland gewonnen. Auf dem Weg ins Stadion informiert sich Klaus über die Aufstellung seiner deutschen Mannschaft. Doch der Schreck ist groß, als er Namen wie Podolski, Boateng und Özil lesen muss. Fremde Namen, die für ihn nach polnischen Autodieben, afrikanischen Bananenpflückern und muslimischen Terroristen klingen. Im Stadion dann der nächste Schock. Ein Mann ohne Arme bittet Klaus um Hilfe, doch Klaus hat Angst und tut lieber so, als ob er ihn nicht sieht. Das Spiel beginnt und Klaus sieht Autodiebe, Bananenpflücker und Terroristen gegen... Und schon trifft der russische Ivan zum 1:0. Klaus schäumt vor Wut, springt auf und sucht Trost bei Uschi. Uschi hat Klaus wieder stark gemacht. Und beide verfolgen das Spiel. Özil reißt den Ball an sich vorbei am russischen Ivan und gibt ab an Lahm. Lahm dribbelt, trickst weitere Ivans aus und gibt eine sagenhafte Vorlage für Podolski. Dieser nutzt die Chance, schießt aus 25 Metern einen nicht haltbaren Ball. Das Stadion bebt und Klaus umarmt den Armlosen und dann Uschi. Anscheinend ist der Knoten geplatzt und die Deutschen haben ins Spiel zurückgefunden. Ein perfektes Zusammenspiel der Mannschaft. Die Herzen schlagen, die Erwartungen sind hoch. Wann fällt das Siegertor? Und wieder nutzt die deutsche Elf ihre Chance aus. Lahm lupft den Ball über den Gegner und spielt ab an Boateng. Per Kopfball nutzt dieser den Moment und trifft direkt in die russische Seele. Tor, Tor, Tor! Deutschland ist Weltmeister! Und Klaus sein Weltbild wankt. Vergessen sind die polnischen Autodiebe, afrikanische Bananenpflücker und muslimische Terroristen. Und Klaus fragt sich, warum kann das nicht immer so sein, ohne Vorurteile im Kopf?